is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Mit Gottes Gesetz in Harmonie. Unterweise mich, dass ich bewahre dein Gesetz und es halte von ganzem Herzen. Durch die Wiedergeburt und das Herz zur Harmonie mit Gott und mit seinem Gesetz in Übereinstimmung gebracht. Wenn diese gewaltige Änderung im Sünder stattgefunden hat, ist er vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Von der Sünde zur Heiligkeit, vom Ungehorsam und von der Rebellion zum Gehorsam und zur Treue. In den religiösen Bewegungen dieser Tage haben falsche Theorien über Heiligung, die einer Vernachlässigung oder Verwerfung des göttlichen Gesetzes entspringen, eine große Bedeutung. Diese Theorien sind einerseits in der Lehre falsch und führen andererseits in der Praxis zu gefährlichen Ergebnissen. Da sie allgemein so beliebt sind, wird es doppelt wichtig, dass alle eindeutig wissen, was die Schrift über diesen Punkt aussagt. Wahre Heiligung ist eine biblische Lehre. Der Apostel Paulus erklärt in seinem Brief an die Gemeinde in Thessalonich: Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und er betet: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Die Bibel sagt ganz deutlich, was Heiligung ist und wie sie erlangt wird. Der Heiland betete für seine Jünger: Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und Paulus lehrt, dass die Gläubigen durch den Heiligen Geist geheiligt werden. Worin besteht das Werk des Heiligen Geistes? Jesus hat es seinen Jüngern gesagt: Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und der Psalmist sagt: Dein Wort ist Wahrheit. Durch das Wort und den Geist Gottes werden den Menschen die großen Prinzipien der Gerechtigkeit eröffnet, wie sie in seinem Gesetz enthalten sind, weil das Gesetz Gottes heilig, recht und gut ist. Und eine Niederschrift der göttlichen Vollkommenheit wird folglich ein Charakter, der durch Gehorsam gegenüber diesem Gesetz gestaltet wurde, gleichfalls heilig sein. Christus ist ein vollkommenes Beispiel eines solchen Charakters. Er sagt: Wie ich meines Vaters Gebote halte. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Christi Nachfolger sollen werden wie er. Durch Gottes Gnade sollen sie ihren Charakter in Harmonie mit den Prinzipien eines heiligen Gesetzes gestalten. Das ist biblische Heiligung. Dieses Werk kann nur durch den Glauben an Christus, durch die Kraft des innewohnenden Geistes Gottes vollbracht werden. The Lord is coming. Are you ready?